Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mortimer Beckett. Die gute Kate ist in der letzten Folge in den brüchigen Boden des Museums eingebrochen und jetzt müssen wir wahrscheinlich in Level 8 irgendwie mit ihr wieder rauskommen. Was für ein verrückter Tag. Ich wollte Abenteuer und das habe ich auch bekommen. Ich denke, dass ich vorsichtig sein sollte, was ich mir wünsche. Vor allem nicht in irgendeinem Keller festzustecken. Wie komme ich hier nur raus? Mal schauen. Oha. Da müssen wir also wieder einiges suchen. Ein Schlauch, ein Handtuch oder so. Ein paar Streichhölzer, ein Hocker und einen Schraubenschlüssel. Alles klar. So, gehört das dazu? Nein, das gehört nicht dazu. Das hier ist ein Teil vom Schlauch. Und das hier ist kein Teil vom Schlauch, aber das hier. Und dann ist der schon mal fertig. Okay, ich wüsste jetzt gerade so spontan nicht, wo ich ihn benutzen soll. Das könnte das Handtuch sein. Oder aber die Decke. Ach so, dieser Kessel braucht ein größeres Feuer. Alles klar, müssen wir also Feuer machen. Die Schraube scheint ziemlich locker zu sein. Da oben ist Karl. Ich habe dich gesehen, mein Lieber. Und ich denke, ich werde direkt mal in den Zoom-Modus gehen, oder? In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen mehr sehen. Also zweimal Streichhölzer, Dame Nummer 1. Und da ist noch eine Geige. Gehört das dazu? Ja, das gehört sogar dazu. Wunderbar. Dann hätten wir da nochmal die anderen Streichhölzer. Und wo ist der obere Teil des Schraubenschlüssels? Ist es das hier? Nein, das ist es nicht. Da ist aber ein Stück vom Handtuch. Ach, es ist ein Gummiboot. Ach so, ja, natürlich. Erkennt man sofort das Gummiboot. Kann ich denn damit jetzt schon irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Kannst du das einfach so anzünden? Oh, das geht sogar. Was haben wir hier unten? Da hat es gerade auch so aufgeblinkt. Ich weiß aber nicht, warum. So, hier muss aber natürlich erst die Schraube gelockert werden. Wenn ich den Raum fluten würde, könnte ich ertrinken. Was hast du vor, Kate? Was wird das für eine merkwürdige Sache? Können wir das Boot hier hinstellen? Ja, das funktioniert. Okay. Ach, den Hocker brauche ich auch noch. Stimmt. Da ist ein Teil vom Hocker und dann brauche ich noch drei Beine. Na gut, dann gehen wir doch mal wieder in den Zoom. Ist das hier ein Bein? Ja, das ist eins. Wunderbar. Und wie gesagt, nach wie vor der obere Teil des Schraubenschlüssels. Hier komme ich nicht unbedingt weiter. Gehört das dazu? Ja, oh Gott, das ist ja winzig. Das ist ja wirklich winzig. Können wir den Hammer gebrauchen? Nein, natürlich nicht. Das da unten kann ich gerade nicht zuordnen. Hier bei den Kisten, werden wir da vielleicht noch fündig? Nicht so wirklich. Auf dem Klavier? Nee, auch nicht. Ist es das gleiche Bild, was auch im Museum hängt? Das ist ja langweilig. Das ist ja nicht so cool. So, da ist noch ein Schädel. Aber ich sehe gerade weder den Schraubenschlüssel, doch ich sehe ihn, noch das Hockerbein. Aber ich denke, jetzt können wir erstmal da das Ventil lösen. Die Schraube ist... Ach so, die Schraube ist viel zu hoch. Ja, können wir das denn? Diese Kiste könnte mir dabei helfen, an die unerreichbaren Stellen zu kommen. Ach so, und dafür braucht sie dann auch noch den Hocker? Und was hat sie mit dem Schlauch vor? Ich dachte jetzt erst, das Gummiboot irgendwie aufpumpen. Das ergibt ja keinen Sinn. Okay, das bedeutete, wir brauchen das nächste Bein. Das nächste Hockerbein. Wo versteckt es sich? Ich fange jetzt einfach mal hier oben an und versuche, die komplette Szene so gut es geht abzugehen. Das gehört nicht dazu. Das hier unten auch nicht. Das ist nur ein Brett. Das hier auch nicht unbedingt. Da haben wir nur einen Becher. Die Holzkiste nicht. Da ist ein Kinderwagen oder Puppenwagen. Das hilft uns auch nicht weiter. Ja, ja, die Kiste könnte dir dabei helfen. Okay. Gut, also das gehört nicht dazu. Die Zange gehört nicht dazu. Und hier finde ich das nächste Hockerbein. Ja, wunderbar. So, dann bin ich mal gespannt, ob ein Plan jetzt hier irgendwie aufgeht. So, sie ist da schon mal dran. Und kommt jetzt auch hier oben hin. Fantastisch. So, jetzt haben wir da ein bisschen Dampf. Wenn ich jetzt hier den Schlauch benutze, dann wird das Gummiboot aufgepumpt. Und jetzt hat sie tatsächlich vor, den Raum zu fluten und sich dann mit Hilfe des Rettungsboots nach oben zu befördern. Ist das ihr Ernst? Die ganzen Sachen hier. Das ist wirklich ihr Ernst. Ich glaub's nicht.
Okay, und das war Level 8, die nächste Herausforderung. Für den Abschluss dieser Art von Herausforderungslevel sammelst du neben den Diamanten auch noch hinter den Kulissen Fotos, die du im Fotoalbum betrachten kannst. Ach, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, dass ich das dann gut hinbekomme. Oh, ziehe die Puzzleteile an die entsprechenden Stellen, alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mich beeilen. Ich setze es einfach mal dahin. Oh Gott, warum ist die... Oh Gott, warum ist die Steuerung... Warum ist die Steuerung so merkwürdig? Was ist denn da los? Kann ich die Teile nur dahin setzen, wo sie dann auch tatsächlich richtig sind? Kommt mir gerade ein bisschen so vor. So, das könnte hier hin. Moment, Moment. Dann machen wir erstmal da die Ecke. Ich hoffe wirklich, dass ich das jetzt in der Zeit schaffe. Das hier passt noch nicht. Das hier passt aber. Das ist schön. Dann kommt da das nächste Teil vom Gesicht. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Dann haben wir, Moment, da den Schwamm. Da haben wir da noch was. Das ist dann hier unten. Packe ich das in der Zeit? Ich habe immer so Angst, dann noch da oben hinzugucken und da wertvolle Sekunden zu verlieren. Aber ich denke, huch, ich denke, es sieht gut aus, wenn ich jetzt hier keine blöden Fehler mehr mache. Der liebe Mortimer mit einem Schwamm. Und das war's schon. Wow, das geht immer so schnell, ne? Level 9. Danke, Morty. Es tut mir leid, ich kann mir deinen Namen nicht merken. Ich heiße Mortimer, aber keine Sorge deswegen. Alles in Ordnung. Mir geht es gut, wirklich. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten meinen Wagen reparieren. Okay, ach, wir haben ja alles. Stimmt, wir haben ja den Wagenheber, natürlich. Kann ich den hier nicht benutzen? Moment, muss ich vielleicht erst den Kofferraum öffnen? Das könnte natürlich sein. Ach so, hier natürlich. Fab Girl, Snackford, Kate One. Wie einfallsreich. So, können wir hier den Wagenheber drunter packen, das Ganze damit öffnen oder aber damit? Was? Was? Ah, natürlich. Ich bin auch ein bisschen zu voreilig. Ich muss diese Radmuttern entfernen, bevor ich das Ersatzrad nehmen kann. Alles klar. Ja, womit entfernst du denn Muttern, mein Freund? Ich muss diese Radmuttern entfernen. Eine Mutter? Entfernt er mit dem Schraubendreher? Was? Das ist mir aber neu, aber alles klar. So, wie wechselt man ein Rad? Das ist jetzt die Frage. Können wir hier überhaupt noch was machen? Da ist das kaputte Rad, alles klar. Das können wir jetzt lösen. Oder auch nicht. Achso, hier erstmal den Wagenheber platzieren. Ja, natürlich. Jetzt aber. Nein, auch nicht. Ah, gut. Ich bin wirklich noch ein bisschen zu vorschnell, wie es aussieht. So, das war's aber jetzt, ne? So. Oh, das ist ja eine Herausforderung. Aber gut, ich sollte mal lieber nichts sagen, weil wenn das nächste Wimmelbild kommt, dann wird es bestimmt wieder ein bisschen komplizierter und schwieriger. So, meine liebe Kate, du Fab Girl. Mortimer, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Der heutige Abend war eine wahre Achterbahn der Gefühle, oder? So kann man es auch ausdrücken. Ich nehme also an, dass du diesen Scheich aufsuchen wirst. Ich denke schon. Ich denke, ich würde es bereuen, wenn ich es nicht täte. Es ist dein Leben. Was hat er nochmal gesagt? Lebe den Augenblick. Und trotzdem war er komisch. Ich hatte bei ihm irgendwie ein komisches Gefühl. Es geht nicht um ihn, es geht um mich. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Danke nochmal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Was? Das wäre schön. Was? Moment mal, was ist denn das? Das Buch. Sie hat das Buch gefunden. Kate, halt! Und was jetzt? Ich sollte ihr nachgehen, oder? Das wäre eine Idee. Wenn er das Buch haben möchte, ist es bestimmt keine schlechte Sache, ihr nachzugehen. Taxi, ich brauche ein Taxi. Natürlich, das Telefon funktioniert nicht. Das hast du davon, Mortimer. Du und dein, ich brauche kein Handy. Und was jetzt? Okay, will er sich jetzt hier ein Telefon basteln oder was? Okay, also da haben wir Teil Nummer 1, da haben wir Teil Nummer 2. Da haben wir ein Stück vom Hammer. Dann brauche ich nur noch den Griff. Detektor. Nur noch den Griff und das Klebeband. Gehört das hier zum Klebeband? Nein. Gehört das hier zum Klebeband? Ja, das ist schon mal gut. Was hat er jetzt aufgeblinkt? Achso, Taxi. Ja gut. Funktioniert ja sowieso noch nicht. Dann gehen wir mal in den Zoom. Da ist Karl.
Ich habe ihn bis jetzt immer gefunden, auch wenn es ein bisschen gemein ist, dass er so halb transparent ist und man ihn deshalb nicht so gut sehen kann. Ist das hier ein Teil vom Klebeband? Nein. Ich habe es einfach angeklickt, weil ich dachte, hey, das ist grün, das muss doch passen. Aber nein. Der Griff vom Hammer, ich weiß hier nicht. Oder gibt es hier vielleicht irgendeine Stelle, die wir mit dem Detektor erkunden können? Oh. Was? Es piept? Oh, hier piept und brummt es? Hier wird es weniger. Hier hinten ist so gut wie gar nichts. Ah, Moment. Nein, wo ist es denn jetzt? Was? Wo ist der Detektor? Ach so. Ach so, der ist jetzt automatisch weg. Es tut mir leid, dass ich die Wand durchbrechen muss. Das ist aber ein Notfall. Ja, gut. Wir haben nur leider den Griff vom Hammer noch nicht. Nochmal kurz in den Zoom. Also hier oben, nein. Eventuell am Schreibtisch oder am Stuhl, da wo viel braun ist. Hier auch nicht. Können wir da nochmal reinschauen? Nein. Wo ist der Griff vom Hammer? Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich ist der... Ja, ja, okay. Wahrscheinlich ist der ganz offensichtlich irgendwo zu sehen und ich bin mal wieder zu blind. Das hier können wir nicht mehr öffnen, ne? Das Klebeband sehe ich auch nicht. Also grünes Klebeband und Hammer. Nö, ich sehe es nicht. Das hier ist auch nur ein Buch, das ist kein Klebeband. Hier können wir nichts öffnen. Ich bin mal wieder blind. Da sehe ich es auch nicht. Ach, doof. Hier vielleicht? Nee, natürlich nicht. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Ich hatte jetzt gehofft, irgendwie am Klamottenständer oder so. Aber auch das grüne Klebeband, das muss doch total auffallen, oder nicht? Moment. Wir machen das so wie vorhin, die ganze Szene nochmal komplett abgehen. Also, hier sehe ich nichts, was wie der Griff des Hammers aussieht. Hier. Ja, vielleicht sollte ich das Ganze immer so systematisch angehen und nicht einfach blöde drauf los. Ach so, jetzt haben wir hier. Das ist es. Ich muss jetzt nur die Drähte irgendwie miteinander verbinden. Ja, ja. Und dann funktioniert das Telefon. Hoffen wir mal, dass das klappt. Okay. Vor allem, dass er auch genau weiß, dass ich dahinter... Jetzt drücken. Oh Gott. Dass sich dahinter hier die Leitung dann verbirgt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei der ersten vier vernünftig geklickt habe. Das hört sich gut an. Hallo? Ja, ich brauche ein Taxi vom Snuggford Museum aus, so schnell wie möglich. Ich hoffe, ich schaffe es bis dorthin, bevor er weg ist. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Was ist denn los, Kate? Ist da etwa eine Ampel, ein Stau? Kapitel 2. Jeder ist auf der Suche nach jemandem. Was in aller Welt ist denn hier los? Wonach sieht es denn aus, Fräulein? Ein Picknick? Irgendwas ist mit meinem Laster schiefgelaufen und dann ist das hier passiert. Ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Bah, ich muss aber wohin? Sofort, dieses Bar. Naja, wenn Sie mir helfen würden, könnte ich das hier viel schneller wegräumen. Sie wollen, dass ich diesen riesigen Saustall aufräume? Hey, wie Sie wollen. Sie können jederzeit hier rumsitzen und zuschauen. Sie sollten sich aber etwas Popcorn holen, das wird nämlich ein Weilchen dauern. Okay, okay, ich helfe Ihnen ja schon. Wie konnte ich nur davon ausgehen, dass Sie ein Gentleman sind? Ein was? Vergessen Sie es. Alles klar. Joes Transport. Was brauchen wir denn? Ist das Brecheisen? Zumindest sieht es teilweise so aus. Dann brauchen wir das hier zweimal und dreimal Spachtel, Schaufel, whatever. Ich sehe hier gerade gar nichts. Gehört das dazu? Die kleinen Zahnräder? Nein. Das gehört aber dazu. Das Blaue müsste doch auffallen, oder? Nein, das ist nur ein Hydrant. Er liegt da gerade drunter. Das hier brauchen wir alles nicht. Hier tropft das ganze Öl raus. Oh, da ist Karl. Und ich sehe einfach so überhaupt gar nichts. Dieses schwarze Ding. Brechstangen-ähnliche. Na, nee, hier ist es nicht. Ist es hier? Ich muss dieses Öl aufsammeln, bevor ich hier durchfahren kann. Aber wie? Ja, ja, das müssen wir dann irgendwie abschöpfen wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt behaupten. Das gehört nicht dazu, das gehört nicht dazu. Da haben wir doch mal das blaue Ding. Gut, dann haben wir jetzt einen Topf.
Ich kann es nicht einfach so aufsammeln. Ich muss etwas anderes versuchen. Achso, okay. Gut, gut. Dann muss ich wohl noch ein bisschen weiter suchen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und jetzt brauchen wir noch eine Seite. Und hier haben wir schon den Griff. Alles klar. Dieses Fass ist voller Sand. Es ist dicht verschlossen. Achso, alles klar. Dann muss sie das irgendwie aufhebeln und dann den ganzen Sand dahin kippen. Okay, okay. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch eine weitere Seite vom Spachtel. Wo könnte die denn sein? Hier vielleicht? Nee, das war das Brecheisen. Ist aber auch gut. Nein, hier auch nicht. Vielleicht noch hier oben irgendwo. Da ist nur die Speisekarte oder was auch immer. Hier ist leider geschlossen. Und das ist ein Spielzeugladen. Schon so typisch in den Emily-Farben, ne? Aber gut, so, das gehört nicht dazu, logischerweise. Ja, gut. Sind die letzten beiden Dinge wieder ein bisschen schwieriger? Das gehört nicht dazu. Haben wir irgendwas hier am Straßenrand? Nein, auch nicht. Und der Typ liegt jetzt einfach drunter und macht gar nichts mehr, oder wie? Versucht er, den Wagen zu reparieren? Das kriegt er doch sowieso nicht hin. Ja, gut. Oder, Moment mal, können wir Sand irgendwie schon abschöpfen? Moment, funktioniert das? Nee. Funktioniert leider nicht. Okay. Ein kleines silbernes Teil und ein schwarzes. Das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. Und das hier geht wirklich nicht, ne? Was haben wir denn hier? Das ist nur die Lade vom Kofferraum. Zwischen den Fässern ist auch nichts. Hier sehe ich nichts. Das sind nur die Räder. Da ist nichts, da auch nichts. Das hier vielleicht? Noch nicht so wirklich, ne? Das silberne Ding, das muss doch auffallen. Hier hinten? Nee, auch nicht. Ist es das? Ja, das ist es. Ach, super. Wir haben also eine Schaufel. Würde das so schon funktionieren? Nee, ich muss das definitiv aufbrechen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich kann Öl nicht mit einer Schaufel aufnehmen, solange es in diesem Zustand ist. Ja, ja, alles klar. Also, weiter geht's. Brecheisen. Huch, Moment. Ich klicke das jetzt mal alles an. Vielleicht ist es irgendwie super gut hier an der Laterne versteckt. Am Auto ist es nicht. Hier ist es nicht. Da ist es nicht. Hier drin auch nicht. Ist es irgendwo bei ihm? Nein. Können wir die Tür öffnen? Nee, auch nicht. Und das ist es auch nicht. Habe ich auch schon zigmal angeklickt. Was haben wir hier? Gar nichts. Hier ist es doch. Ganz am Rand. Brecheisen. So, meine liebe Kate. Dann leg mal los. Schnappen wir uns da ein bisschen Sand. Achso, oder aber mit dem Topf. Geht natürlich auch. Und drauf damit. Und dann können wir das hier alles schön wegschaufeln. Und das war's, oder? War's das? Hallo? Hat es sich aufgehängt? Ist irgendwas? Hallo, kann ich dich ansprechen? Nein. Joe's Transport. Leute, ich habe die Befürchtung. Ah. Ach, natürlich. Okay. Vielen Dank, Lady. Ohne Ihre Hilfe hätte das eine Ewigkeit gedauert. Ja, sicher. Wie sehe ich denn jetzt aber aus? Ich bin vollkommen verschmiert. Na, wenn das jetzt Ihre größte Sorge ist. Was ist denn schon an etwas Schmutz und Fett auszusetzen? So, auch geschafft. Nächstes Level. Oh. Oh, der Flughafen. Hallo nochmal. Könnten Sie zur Seite gehen, bitte? Ich möchte den Scheich sehen. Nein. Was soll das heißen? Nein. Erkennen Sie mich denn nicht? Nein. Wir haben uns doch vorhin erst getroffen. Der Scheich meinte? Nein. Ach komm schon, wie können Sie mich denn vergessen haben? Es ist doch erst ein paar Stunden her. Nein. Ich war im Museum, erinnern Sie sich? Nein. Nein, nein. Sagen Sie denn zu allem Nein? Nein. Das ist hoffnungslos. Ich glaube nicht, dass er überhaupt etwas von dem versteht, was ich sage. Vielleicht finde ich ein arabisches Wörterbuch oder sowas. Ich bin gleich wieder zurück. Nicht bewegen. Comprendo? Dazu sagt er nichts mehr, ne? Leute, schaut mal, Angela's Boutique hier oben und Restaurant Papa Dance. Ich weiß nicht, ist das vielleicht auch eine Anspielung auf irgendwelche Teile, die ich noch nicht kenne? Wäre möglich. So, was brauchen wir? Wir brauchen einen Zollstock. Wir brauchen drei Räder, würde ich jetzt mal behaupten. Wir brauchen eine Säge und wir brauchen ein arabisches Wörterbuch, natürlich. An dem Karren fehlt sowohl eine Achse als auch das Rad. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Da ist noch ein Teil vom Zollstock.
Die Säge und noch ein weiterer Zollstockteil. Moment, Moment. Wir zoomen ran. Da oben ist Karl. Also, die rote Säge brauchen wir zwei Stücke. Hier ist nochmal ein Stück vom Zollstock. Könnte das als Achse dienen? Metermaß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, da haben wir eine Stange. Diese Stange könnte als Achse herhalten, ist aber zu lang. Ach so, alles klar, die müssen wir dann durchsägen. Ist das hier ein bisschen von der Säge? Nee, ne? Hier sehe ich gerade auch nichts. Dieses Quatsche im Hintergrund. Aber okay, das ist ein Teil vom Rad. Da brauchen wir jetzt noch zwei. Hier sehe ich auch nichts. Einfach nur eine Tasche. Hier ist noch ein Stück. So, dann fehlt da jetzt noch das hier. Aber wir brauchen noch die Säge. Kann ich das denn schon befestigen? Ich muss zuerst eine Achse einsetzen. Ach so, ja, natürlich. Das arabische Wörterbuch ist dann bestimmt hier hinter in dem Bücherregal. Brauche ich jetzt gerade nur noch die Säge? Und sehe hier so überhaupt nichts. Kommen wir da rein? Nee, schade. Also, die Säge in zwei Teilen. Da haben wir Nummer 1. Jetzt fehlt nur noch das Sägeblatt. Das müsste doch auffallen. Oder etwa nicht. Irgendwo hier bei der Schrift? Nein. Hier oben? Ja, da oben. Über der Anzeigetafel. Alles klar. Dann werde ich mal die Stange zersägen. Ich weiß nicht, wie lang die Achse sein muss. Ach so, ja, natürlich. Kannst du es dann einfach mal ausmessen? Okay. Ich weiß nicht. Ach so, ich dachte, sie hätte das jetzt. Ah. Ach so, ja, natürlich. Ach, das geht sogar automatisch ohne Minispiel. Okay, wir haben eine Achse. Und wir haben ein Rad. Und wir haben das Wörterbuch. Okay, jetzt hören Sie mal zu. Helni, Helnbi, nein, nein, warten Sie. Helbi, Inkeni, ah, das ist schwierig. Kelmu? Gute Frau, ich verstehe Sie einwandfrei. Ich habe englische Literatur in Oxford studiert. Und trotzdem bleibt meine Antwort nein. Einen schönen Tag noch. Ach, wirklich? Gut, wenn Sie das auf diese Weise spielen wollen. Herausforderung angenommen. Was hat sie vor? Kate, meine Liebe, was hast du vor? Wollen wir die nächste Herausforderung noch machen? Komm. Warum? Oh Gott, warum eigentlich nicht? Ach ja, stimmt. Oh, stimmt, das war ja das hier, ne? Oh, das dauert ja ewig. Da haben wir die Blätter. Wir brauchen Teekanne. Teekanne, Kleiderbügel, Schachfigur. Teekanne, Kleiderbügel, Schachfigur. Schachfigur, ist aber ein Bumerang. Dann haben wir das A. Habe ich das nicht gerade gesehen? Da ist es doch. Irgendwas komisch Wolliges? Irgendeine Pflanze? Könnte das hier richtig sein? Nein, schade, das war leider falsch. Das bedeutet, ich habe da schon einen Fehler gemacht. Hier einmal der Blumenkohl. Dann könnte das eine Kamera sein. Dann haben wir eine 2. Eine 2, ein Teekessel. Da ist der... Nein, das war der falsche Teekessel. Ach Mist. Aber gut, ich habe jetzt eh schon rumgeklickt, ne? Wo ist der Teekessel? Wo ist die 2? Da ist Route 66. Da ist ein Hut. Ist das der? Ach so, nee, ich dachte, das wäre der Teekessel. Ach Leute, eine Briefmarke. Ja, hier ist die Briefmarke. Okay, ein längliches Ding. Ist das hier die Süßkartoffel oder wie auch immer? Nein. Die Schnecke brauchen wir nicht. Da ist die 4. Da ist ein Schlittschuh. Da ist ein Pilz oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja voll schwer. Wo ist denn die 2? Ich dachte gerade, ich hätte die gesehen. Handschuh, Tasse. Nee, nee, das brauchen wir alles nicht. Flipflops. Was ist denn dieses Ding hier? Kann ich gar nicht zuordnen. Ich sehe einfach nichts mehr. Da ist der Hut, da ist die... Ah, das war die Trommel. Okay, jetzt brauchen wir diesen komischen Pilz, falls es einer ist. Und da ist die Zeit gleich schon abgelaufen. Da ist der Glückskeks. Dann brauchen wir den Teddy. Und dann brauchen wir Kirschen oder so. Kirschen, Kirschen. Habe ich die nicht hier gesehen, genau. Und was fehlt jetzt noch? Dieses merkwürdige Ding. Ein ballähnliches Ding. Ich weiß ja nicht. Und immer noch dieses ein bisschen eiförmige... Und immer noch den blöden Kessel. Ja gut, jetzt kann ich mir eh Zeit lassen, ne? Ich habe es ja schon mehr oder weniger versaut. Oder aber das hier. Ach so. Okay, hier haben wir den Toaster. Dann brauchen wir den Schlittschuh. Ich habe immer noch nicht die 2 gefunden. Also die 2, das komische runde Ding und noch andere komische runde Dinger. Ist das vielleicht damit gemeint? Nein. Das hier auch nicht. Süßkartoffeln nicht. Da ist nur der Becher. Sind das die... Nein, das sind nicht die Flipflops.
Ist das die Blume? Nein, auch nicht. Ist das die Paprika? Nein, auch nichts. Der Hut? Nein, nicht wirklich. Leute, was soll das sein? Ach, die Uhr, natürlich. Die Taschenuhr? Natürlich, der Football. Und immer noch die 2 und dieses andere komische Ding. Ich habe das Gefühl, ich hätte die 2 schon 100-mal gesehen. Und da ist sie. So, das Letzte, was auch immer es ist. Es ist nicht die Pfeife, es ist die Schnecke. Das Fossil. Ach, schön. Gut, habe ich leider nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Aber nun gut. Haben wir jetzt hier eigentlich ein Foto drin? Habe ich das geschafft? Ach so, das war das Foto. Alles klar. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Macht nach wie vor Bock, ne? Also mir zumindest. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.